Und damit die Bühne frei für Who Knows Me. Ja, also wir haben natürlich auch ein Projekt gemacht. Das ist Joris, er hat das Frontend gemacht. Also JavaScript und dann halt HTML und CSS. Das ist Klaas, er hat hartnäckig unsere Testfälle alle ordentlich aufgesetzt. Das ist Lukas, er hat beim Backend die ganzen Daten alles zusammengesucht und dass das halt alles ordentlich funktioniert. Und ich habe halt auch beim Backup mitgearbeitet. Genau. Ja. Ich bin dran. Also ich denke jetzt mal, ich bin dran. Wir haben nicht so viel Zeit gehabt. Wir haben ein Programm entwickelt, was einem helfen soll, seine verlorenen Accounts zu finden, weil wenn man jetzt einen Account bei irgendeiner Seite hat und das nicht mehr weiß, ist das natürlich kacke, weil man hat einen Account. Mist, jetzt bin ich raus. Dieses Programm findet das halt. Wir haben uns gedacht, dass es besser ist, wenn wir das nicht als Website machen, sondern dass wir das runterladen lassen, also als Datei, die dann über den Computer läuft, trotzdem immer noch im Browser, weil es im Browser laufen muss, damit es Zugriff auf Internet halt hat. Also Browser heißt, es ist einfach, es sieht schön aus, weil wir könnten das gut aufteilen, dass es im Frontend schon anfangen kann, während wir alle noch konfiguriert haben und es irgendwie noch nicht ganz wollte. Ja, und noch so ein Aufhänger von unserer Sache war, jetzt am 25. Mai, DSGVO, ich glaube, jeder hat das mitgekriegt, diesen Mail. Und hier, wir haben noch eine neue Datenschutzverordnung und wir auch und wir auch und wir auch. Wo man sich dann gefragt hat, was, da habe ich noch überall Accounts. Und das dachten wir mal, dass man die Möglichkeit hat, das zusammenzusuchen ohne ein neues EU-Gesetz. So, jetzt kommen wir aber erstmal zum Frontend, was ich gestaltet habe. Also, ja, das ist es. Ich meine, es sieht ganz gut aus. ja. So, das Prinzip ist einfach grundsätzlich, man hat halt seinen Benutzername und hat zum Beispiel meinen Benutzername von GitHub, also nehme ich mal Numpton und dann nehme ich ClickMe, dann sucht er, ja, und dann Numpton wurde auf GitHub gefunden, GitHub.com gefunden, genau, ja, so würde es dann ablaufen. Was dann im Hintergrund abläuft, ist, GitHub ist sozusagen, man hat die Website und hinten dran kommt praktischerweise gleich der Benutzername. In diesem Fall ist das JugendHackt. Würde man hier dann eben JugendHackt eingeben, würde da auch kommen, JugendHackt wurde auf github.com gefunden. Wenn allerdings kein Account vorhanden ist, also wenn man einen Nickname eingibt, den man zwar benutzt, der aber nicht auf JugendHackt angemeldet ist, kommt diese Seite, also RA404 und Page Not Found GitHub. Das ist dann eben im Title und das Programm sucht im Title explizit nach diesem Page Not Found und wenn es das gefunden hat, sagt es keine Webs, also kein Account, taucht dann dementsprechend hier nicht auf. Wenn es allerdings, dann einen Account gefunden hat, wird es eben zurückgegeben, der Account. Ja, wir hatten doch nicht ganz so geplant. Ja, also die Sache ist die, ihr habt es bestimmt schon geahnt, es ist alles nur gefaked. Das Backend kennt das Frontend nämlich noch gar nicht. Das ist halt das Nächste, was wir auch noch machen wollen. Und dann soll es natürlich auch nicht nur GitHub abtesten, sondern möglichst viel, wofür wir eine lange Liste an Daten haben. Und das ist natürlich das, was unser Ansatz funktioniert, auch nur solange der Benutzername oben in der Leiste steht. Aber das klappt häufig genug, haben wir beschlossen, als dass der Ansatz zumindest lohnend ist.
Genau. Ich wollte mich dann an der Stelle auch nochmal an unsere Mentoren bedanken. Ja. Ja, also es geht Applaus. Wäre halt schön, ne? Ja. Vielen Dank. Who knows me? Geht ihr rüber zu Micha? Es bereiten sich vor Mieter Peter. Genau, und das ist die Gruppe, die nicht auf den Fotos erscheinen möchte und auch nicht im Livestream ist. Kommt sie davon? So, Präsentation durch. Alles gut? Ist die Aufregung ein bisschen weniger? Bisschen, nein. Ja. Ist nicht weniger, noch nicht. Also du warst nicht aufgeregt. Okay. Also was drüber geht nachher. Ihr habt gesagt, ihr habt im Rahmen der DSGVO ganz viele Mails bekommen. Wie viele Mails habt ihr denn bekommen? 10? 15? Okay, das ist ja noch überschaubar. Ich gebe euch gleich das Mikro. Okay. Gab es technische Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen hattet? Keine Aussage, also es gab sehr viele. Okay. Aber es ist mit Hilfe der Mentoren und ist es gelungen, die aus dem Weg zu räumen. Ja, also ich muss schon sagen, ohne die Hilfe der Mentoren wäre es natürlich sehr schwieriger gewesen. Deswegen ist es halt gut gewesen und sehr schön. Ja. Okay. Vielen Dank, who knows me?